Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Augen-Husky-Box von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Augen-Husky von Oleg Sesh, das Ganze heute am 13. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Und bevor wir die Folie abmachen, werden wir uns nochmal kurz diesen Sticker hier ansehen. Also, hier lesen wir Augen-Husky, darüber 385 Ideal präsentiert, darunter dann Oleg Sesh Limited Deluxe Box inklusive Alpha Purple Camo Set in Klammer Cap und Shirt, Alpha Schlüsselanhänger und Album-CD, Größe M. Ja, die Größe war da frei wählbar. Ich habe mich in dem Fall wieder für Größe M entschieden. Welche Größe ihr wählt, das obliegt natürlich wie immer euch und ist auch, wie man hier auf diesem Sticker sehen kann, gut ersichtlich. Also wenn ihr da bestellt oder euch das Ganze im Laden holt, dann seht ihr sofort auf den ersten Blick, welche Größe euch erwartet. So, dann machen wir mal die Folie ab. So. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier eine weiße Box in mehr oder weniger Würfelform. Hier haben wir einmal den Interpreten abgebildet. Und was soll ich sagen? Also der Albumtitel trifft durchaus zu. Diese blauen Augen erinnern mich echt an einen Husky. Dann haben wir hier ein wunderschönes Hemd. Bananen, soweit das Auge reicht. Hier unten kommen dann auch noch Flammen zum Vorschein. 385 Ideal präsentiert Augen Husky Oleg Sesh. Hier lesen wir auch wieder 385i, das Label, dann rechts wieder Interpret plus Albumtitel. Hier lesen wir Urban. Okay. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Beteiligten und einen Barcode. Dieser wurde aufgeklebt, der ist nicht aufgedruckt. In diesem Fall lesen wir auch noch Größe M. Jo, dann werden wir mal den Deckel abnehmen. Der ist nicht zu klappen, sondern wie bei den meisten Büffelboxen hier wirklich komplett einzeln abnehmbar. Von innen weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Cap. Dann haben wir das Album an sich. Einen Schlüsselanhänger sowie ein Trikot. Ja, von innen in weiß, jede Menge Stauraum, da können wir die mal wieder zur Seite packen. Und nachdem hier das Trikot und das Album noch verpackt sind, so, ich habe gleich mal einen Abgang gemacht, werden wir das mal aus der Folie holen. Also Trikot. Und dann haben wir noch das Album. So, einmal, zweimal. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben das Cover, das wir auch schon auf der Box drauf hatten. Augen Husky. Es ist das fünfte Soloalbum von Oleg Sesh. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case hier auf der Seite der Balken in dieser weiß-grau Optik gehalten, wo wir auch schon hier hinter Oleg Sesh das Ganze in weiß-grau haben. Oleg Sesh, Augen Husky. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 18 Tracks an der Zahl, so kennt man den guten Mann. Also der macht echt immer jede Menge Tracks auf sein Album drauf. Und wir haben ohne Ende Features drauf. Also ich glaube insgesamt 13 Features müssen das sein. Wir haben hier Features unter anderem von Xavier Naidoo, Kool Savas, Asimemo, Buba, Corelli, Carlo, Celo und Abdi, Nimo. Also Features ohne Ende. Wie gesagt, 13 auf 18 Tracks. Das ist echt unfassbar. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Plus Oleg Sesh mit zwei Mittelfingern. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet 385i, lesen wir mal hier auf der Rückseite.
Dann haben wir Oleg Sesci abgebildet mit den Infos, wer auf den einzelnen Tracks gefeatured wurde und wer den Track produziert hat. Sehr schön. Weitere Fotos, dann hier einmal doppelt. Oleg Sesci in der Hocke, dann hier am Flexen mit seinem Schmuck. Weitere Tracks. Und zum Abschluss die Credits zum Album. Sehr schön. Gut, also alle relevanten Infos im Booklet drin. Lyrics leider nicht, aber die wichtigsten Sachen stehen mit dabei. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, das Gesicht von Oleg Sesci hier zu sehen. Und hier hinten auch nochmal in schwarz-weiß mit einer Brille in der Hand. Gut, das war das Album. Dann haben wir mit dabei einen Schlüsselanhänger, der in der klassischen Farbe Rot und Weiß, Remove Before Flight, das kennt man vielleicht von Fliegern, also zum Beispiel bei Kampfjets gibt es viele so Abdeckungen und die haben dann immer so einen Anhänger mit Remove Before Flight und das hat Alpha dann irgendwann mal so als Markenzeichen übernommen, da sie ja auch ursprünglich die Jacken gemacht haben für Piloten, für Kampfjetpiloten und so weiter, solche Fliegerjacken. Daher ist dieses Design. Auf der Rückseite 385i Oleg Sesci und das Ganze hat dann hier eben so einen Metallring, so einen Schlüsselring, mit dem kann man das Ganze dann festmachen. Ja, ist ziemlich hart eigentlich, zwar etwas biegsam, aber trotzdem durchaus ja, steif, sagen wir mal, und auch recht lang, also ja, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in der Hosentasche so gut ist oder so viel Platz bietet, aber naja, kann man ja, muss man nicht unbedingt in die Hosentasche stecken. Dann haben wir mit dabei eine Kappe und die ist in diesem sogenannten Purple Camo gehalten. Also wir haben das hier in so schwarz-grau und das Ganze hat dann hier auch noch so einen leichten violett-lila Stich, deswegen nennt sich das Purple Camo. Hier einmal auf der Front haben wir das Logo von Oleg Sesci, das hier drauf gestickt wurde, richtig, also man kann das hier auch sehen, dass das hier durchaus erhaben ist. So sieht dann der Schirm aus, mit 6 Nähten hier vorne vernäht. Auf der Seite haben wir dann einmal das Alpha-Logo plus 385i-Logo. Hier hinten ist sonst weiter nichts. Dann das Ganze hier im Snapback-Design, also man kann hier das dann entsprechend Größen verstellen. Und ja, hier haben wir dann noch jede Menge kleiner Oleg Sesci und Alpha-Logos. So sieht das Ganze dann von innen aus. Und hier lesen wir Alpha Industries. Ups, ist schwer zu lesen. Credible Crew lesen wir hier dann noch. Okay, und jetzt würde mich noch interessieren vom Inhalt. Ja genau, hier lesen wir es. 100% Polyester. Und das Ganze ist, vielleicht finden wir das auch noch raus. Nein, das kann ich hier leider nicht lesen. Nein, steht nicht drin, wo das Ganze hergestellt wurde. Aber ist doch nicht so wichtig. Ja, also, so sieht die aus. Und passend zu der Kappe haben wir dann noch dieses Trikot. Und zwar haben wir hier ein Trikot, eine Kooperation von 385 Ideal und Alpha Industries. Hier einmal lesen wir auf der Brust groß Alpha Industries, dann im rechten Brustbereich einmal das Alpha-Logo, auf der linken Brust dann das 385i-Logo mit drei Sternen darüber und MMX11, also 2012, römisch geschrieben. Auch hier wieder das Design komplett, ihr könnt das sehen, in diesem Oleg Sesci und Alpha-Logo gehalten. Ah, und auch noch 385i-Logo, das habe ich vorhin übersehen. Und auf der Rückseite haben wir die Nummer 64, auch in diesen Zahlen wieder kleine Oleg Sesci Logos eingearbeitet und Rückenname, der Spielername ist in diesem Fall Bratan. Auf dem linken Ärmel haben wir dann auch noch hier das Oleg Sesci Logo in Weiß mit dabei
Und ja, dann könnt ihr hier mit der Spielernummer 64 auflaufen. 64 ja die Heimat von Oleg Sesch, also Darmstadt-Kranichstein. Was man jetzt im Set von diesem Cap, diesem Trikot und diesem Schlüsselanhänger, aber speziell mit diesen beiden sagen kann: Wir erinnern uns an das letzte Release, Authentic Athletic 2. Da gab es ja auch schon einen Alpha-Inhalt, und zwar war das ja dieser hier. Also die Alpha Camo Bag. So sieht die aus. Also jetzt hat man wirklich das komplette Set. Jetzt kann man hier rumlaufen mit der Kappe, mit dem Trikot und, wenn man sich das Authentic Athletic 2 Album, die Box davon geholt hat, dann auch noch mit der Bag, mit der Tasche. Ja, das war's soweit. Wir schauen hier nochmal kurz rein. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Was lesen wir hier? Alpha Industries, Knoxville, Tennessee, USA. Okay, das kennt man. Official US Defense Department Contractor, Größe M. Ja, wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Könnt ihr euch natürlich M nehmen oder auch eine andere Größe. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Trikot. Dann diese Kappe hier, diese Snapback Cap. Der Schlüsselanhänger in Rot und Weiß. So wie natürlich das Album an sich mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Augen Husky von Oleg Sesch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Oleg Sesch unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.